So, jetzt addieren wir Brüche. Wir wollen uns jetzt nochmal in Erinnerung rufen, dass ein Bruch immer in einer sozusagen Einheit kommt. Ja? Der Nenner gibt die Einheiten vor. Gibt die Einheiten vor, in denen wir rechnen. Zum Beispiel, wenn ich rechne 25 Cent, ja, plus 15 Cent, ja, ist natürlich klar, dass das 40 Cent sind. Das kann jeder. Aber wir machen ja eigentlich Bruchrechnung, weil die Einheit Cent heißt ein Hundertstel Euro. Ja, also rechne ich hier wirklich 25 Hundertstel plus 15 Hundertstel und das gibt dann 40 Hundertstel. Ja, und 40 Hundertstel sind 40 Cent. Genauso könnte ich sagen, wenn ich einen Kuchen habe, ja, und ich habe ein Achtel des Kuchens ist ein Stück. Ja, dann habe ich natürlich ein Achtel zum Beispiel und habe dann hier zwei Achtel. Ja. Dann sind die Einheiten ein Achtel Kuchen und wenn ich dann zwei habe, dann habe ich halt ein Achtel plus zwei Achtel, habe ich halt drei Achtel. Ja. Wir sehen, wenn ich den gleichen Nenner habe oder wenn ich wie gesagt, in der gleichen Einheit arbeite. Gleiche Einheiten kann ich einfach addieren. Hier habe ich also ein Achtel des Kuchens, ich habe hier zwei Achtel des Kuchens und das gibt dann drei Achtel des Kuchens. Ja. Also können wir ganz einfach sagen, wenn zwei Brüche den gleichen Nenner haben, addieren wir diese in dem wir die Zähler addieren. So ungefähr. Ja. Also wenn ich hier A durch C plus B durch C habe, dann ist mein Ergebnis A plus B durch C. Ja, weil ich immer die Einheit, die Cs sind meine Arbeit. Ich habe hier am Anfang A-Einheiten von C, B-Einheiten von C und dann kriege ich A plus B-Einheiten. Die Einheit ist dann hier 1 durch C, ein Zehntel. Ja, 3 Fünftel plus 4 Fünftel gibt 9 Fünftel. Ja, da gibt's auch nicht mehr viel zu sagen, so ist das einfach. Ja, ich hoffe, das macht auch Sinn. Ein bisschen schwieriger wird es, wenn die Einheiten nicht die gleichen sind. Ja, wenn wir zum Beispiel 3 Achtel plus ein Viertel rechnen wollen. Ja, jetzt haben wir das Problem, wir haben zwei verschiedene Einheiten. Wir rechnen, der linke Bruch ist in Achtel, also einem Achtel vom Ganzen, und davon haben wir drei Stück. Der rechte Bruch ist in Vierteln vom Ganzen, und davon haben wir eins. Und ich kann ja nicht so einfach so Achtel und Viertel addieren, weil ich kann nicht sagen, vier Achtel oder vier Viertel, das geht einfach nicht. Ja? Was wir also machen müssen, ja, erstmal müssen wir realisieren hier, ein Achtel und ein Viertel
sind verschiedene Einheiten. Ja, die können nicht einfach so addiert werden. Das ist jetzt nicht gleich, jetzt werden wir mal ein bisschen erfinderisch, 3 plus 1 und 8 plus 4. Also das ist jetzt nicht 4 Zwölftel. Ja, 4 Zwölftel wäre ja dann ein Drittel. Wenn wir kürzen durch 4, durch 4, haben wir ein Drittel. Es ist sowas, wenn man sich unsicher ist, kann man so immer rechnen und auch rausfinden, was nicht stimmt. Weil ein Drittel, ja, man sieht schon, das kann nicht sein. 3/8 ist fast so groß wie ein Halb und dann noch ein Viertel dazu. Das kann also nicht sein, dass das nur ein Drittel ist. Ja? Also, was machen wir hier? Das Zeichen ist ungleich, wollen wir auch gleich festhalten. Die Lösung beide Brüche in denselben Einheiten schreiben. Beide Brüche in der gleichen Einheit. Schreiben. Dazu müssen wir mindestens einen, also Nenner, verändern. Ja? In unserem Fall oben bei 3/8 plus ein Viertel sieht man, dass 8 natürlich ein Vielfaches von 4 ist. Deshalb könnte man versuchen, den ersten Bruch zu kürzen. Geht aber nicht, weil 3 nicht durch 4 teilbar ist. Aber ich kann auf jeden Fall den zweiten erweitern. Ja? Das heißt, ein Viertel, wenn ich das auf Achtel schreiben will, muss ich Zähler und Nenner mit 2 mal nehmen. Habe dann 3/8 plus 2/8. Und jetzt sind wir wieder in dem Bereich, wo ich gleiche Einheiten habe, gleiche Nenner. Jetzt kann ich einfach addieren. Jetzt habe ich 3 der Einheit Achtel plus 2 der Einheit Achtel, habe ich 5/8. Ja, und das ist dann meine Lösung. Das war jetzt ein bisschen einfacher. Was mache ich, wenn ich einen Bruch habe oder mehrere Brüche, zum Beispiel ein Siebtel plus ein, nehmen wir dann mal Elftel. Ja, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich 7 ist kein Vielfaches von 11 und 11 ist kein Vielfaches von 4. Was mache ich da? Jetzt kann ich zwei Dinge tun. Ich brauche irgendeine Zahl im Nenner, die durch 7 und durch 11 teilbar ist. Ja, also ein Vielfaches von 7 ist und ein Vielfaches von 11 ist. Also, dass ich eine gemeinsame Einheit finden kann. Man kann dazu das sogenannte kleinste gemeinsame Vielfache verwenden, ja, und sogar quasi die minimale Einheit zu verwenden, die hier benutzt werden kann. Das werden wir auch noch lernen, wie wir das machen. Ich persönlich finde es also nicht so wichtig, dass man die kleinste Einheit nimmt, sondern irgendeine Einheit findet. Und das Einfachste ist hier einfach die zwei Nenner miteinander zu multiplizieren. Ja? So, dass ich 7 mal 11, dass ich das Ganze in 7/70 schreibe. Und dann muss ich halt gucken, ich schreibe das nochmal anders. Ich schreibe den ersten Bruch einfach nochmal in 7/70 und den zweiten Bruch auch in 7/70. Ja? Ich habe jetzt einfach 7 mal 11 genommen. Wenn ich ein Siebtel in 7/70 schreiben will, muss ich erweitern. Mit was muss ich erweitern? Mit 11. Ja, ich muss Zähler und Nenner mit 11 mal nehmen. Das heißt, ich kriege hier 11/7. Wenn ich ein Elftel zu 7/70 machen will,
muss ich mal 7 nehmen, den Nenner, muss ich also den Zähler auch mal 7 nehmen, habe ich 7/77 und ich kriege dann zusammen 18/77. Und weil die beiden beides Primzahlen waren, ist das auch gleichzeitig das kleinste gemeinsame Vielfache. Also es gibt jetzt keins, was kleiner ist. Nehmen wir nochmal 2 andere Zahlen. Nehmen wir nochmal 9/27 plus 5. Das muss ich richtig hinkriegen. 5/3. Ja. Mit meiner Methode oder jetzt mit dieser Methode, in der ich immer die 2 Nenner miteinander mal nehme, kriege ich 3/27, das sind 54, das sind 54 sind 81, habe ich also 81. 3 ein, also das sind 3/19, das sind 27, 81 plus. Und dann habe ich also 3/27, muss ich 27/5 rechnen. Das müssten 135 sein. 81. Das sind zusammen 162. 81. Wir sehen, dass dieser Bruch noch nicht gekürzt ist. Ich hätte natürlich hier am Anfang auch noch sehen können, 27 ist durch 3 teilbar. Also hätte ich einfach nur den zweiten Bruch erweitern müssen. Dann hätte ich 45 plus 9, 54. 27 gekriegt und selbst das noch durch 27 hätte ich 2 gekriegt. Ja? Also ich kürze immer nachher, weil das kleinste gemeinsame Vielfache da ist 27, da hätte man also auch nochmal kürzen müssen. Ja? 9, 27 plus 5/3 gibt 2. Wer hätte das gedacht? Abschließend will ich das nochmal ein bisschen allgemeiner hinschreiben und auch die Subtraktion nochmal durchnehmen. Also allgemein kann ich haben durch A durch B plus C durch D. Würde ich jetzt immer so lösen, dass ich den gemeinsamen Nenner als Produkt der beiden Nenner nehme. Ja, das geht immer. Und dann muss ich natürlich bei dem ersten Bruch, ja, einen Nenner hinzukriegen, B mal D. Hier steht nur B im Nenner, muss ich den ganzen Bruch Zähler Nenner mit D mal nehmen. Also habe ich oben A mal D. Und habe ich Plus. Und bei dem zweiten, ja, muss ich, wenn ich B mal D im Nenner haben will, muss ich mit B erweitern. Und dann kriege ich C mal B und dann bin ich fertig. Ja? Und dass das wirklich das Gleiche ist, kann man ja vielleicht auch nochmal sehen, wenn ich jetzt das auf 2 Bruchstriche schreibe. A mal D plus B mal D plus C mal B durch B mal D. Und wir sehen, die gemeinsamen Faktoren könnte man immer wieder, hier ist es das B, kann man rauskürzen, hier ist das D, kann man rauskürzen und Sie kriegen dasselbe wie vorher. Gut. Was machen wir, wenn wir Brüche subtrahieren? Die Addition, also es gibt eigentlich nur Addition, die Subtraktion von 2 Zahlen, also die Addition mit dem Negativen, also 3 - 2 ist eigentlich gleich 3 + -2. Ja, und genauso geht es bei den Brüchen auch. Da schreiben wir einfach statt plus minus. Ja, also wenn ich jetzt hier habe A durch B,
minus c durch d. Dann haben wir da oben stehen a mal d minus c mal b und b mal d. Also wirklich nichts umwerfend Neues. Ja, aber trotzdem muss man das üben, dass man das drauf hat, weil viele Umformungen nachher in der Vorlesung, das muss halt relativ schnell gehen, das müssen wir drauf haben. Gut, das war's für diesen Teil.